Hallo, liebe Deutsche und Deutschinnen. Wir sind Hefla TV. Mein Name ist Hefla Mook. Mit mir ist Sinif und das Ganze hier ist International 2014. Es ist das sogenannte Consolation Final RoxKiss gegen Virtus Pro. Wir haben die beiden schon die letzten Tage beobachten können. Heute aber endlich Zeit für den deutschen Cast, da ich ja für alle englischen Casts von Hefla TV endlich halt Caster gefunden habe und so weiter. Das heißt, ja, endlich sind wir mal wieder zurück im Deutschen. Mir hat es ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir ja da. Wie gesagt, der Draft ist schon gut bei der Sache. Die erste Bannrotation ist schon durch und die ersten Picks sind gemacht. Sinif, was sagst du dazu? Ja, also Bad Rider und IO natürlich erstmal Casual Bans, wobei IO so ein bisschen rausfällt. Allerdings auch ein wahnsinnig starker Hero dann in Kombination mit Tiny. Für Virtus Pro weiß ich nicht, ob das jetzt da ein Respect-Ban darstellen soll. Aber für Virtus Pro erstmal raus der Lycan und der Dream Protector. Auch wahnsinnig oft gespielt in letzter Zeit, gut im Meta drin. Vor allem auch sehr, sehr erfolgreich gespielt der Dream Protector. Jetzt hier raus für die RoxKiss als Pick Mirana und Doom. Gefällt mir extrem gut, gerade weil Doom so ein richtig, richtig starker Carry ist. Auch echt gut für den Brewmaster, also wenn der einmal den Doom drauf hat, nach seiner Ulti, dann ist da Schicht im Schacht. Ja, yep, absolut. Also Dream Protector hat Virtus Pro schon öfters versucht anzubringen. Ist natürlich einer der besten Heroes, um deine Tower entsprechend zu beschützen. Das heißt, du musst voll auf die Tower gehen, um sie down zu kriegen. Ansonsten siehst du dich innerhalb von ein, zwei Minuten wieder bei einem Tower, der voll HP ist, durch halt Living Armor. Brewmaster, ein Pick, der absolut populär ist derzeit. Und ich kann es auch verstehen, im Early- und Mid-Game ist der Hero einfach so, so stark. Dann später, wenn die Right-Clicks richtig, richtig kräftig werden, dann ja, fällt er ein bisschen zurück, gerade weil du die Brewlings relativ schnell loskriegst, sondern musst dann Brewmaster teilweise schon aufpassen, dass er nicht innerhalb seines Ultimates stirbt. Aber bis dahin, schnelles Level 6 auf Brewmaster bedeutet immer schön potenzielle gute Ganks. Er ist aber natürlich absolut allergisch gegen entsprechende Silences und die Silences, die haben wir sowohl hier in den TI-Qualifiern als auch natürlich in den Tournaments, die hier parallel gehen, die auch von Hefla TV gecovert werden, oft gesehen. Also pack Doom und so weiter, selbst Orchids etc. oder halt lange Stuns wie zum Beispiel Mirana, 5 Sekunden wäre genug, um Brewmaster down zu kriegen. Und gestern zum Beispiel haben wir, ich weiß nicht, für alle, die vielleicht eventuell in der Nacht zugeschaut haben, ich habe heute Nachtschicht gehabt und habe nord-südamerikanische Games gecastet. Dort wurde Brewmaster halt auch ganz oft angewendet. Und das Schlimmste an Brewmaster ist halt, je länger das Spiel geht, er wird dann halt auch tanky, kriegt seine BKB ab und so weiter. Und die Kombination aus Drunken Haze, Drunken Brawler, das ist so viel Mischance. Das heißt, die Right-Clicker, die werden früher oder später in eine MKB gezwungen. Und das haben wir halt gestern auch gesehen. Also wir haben dann am Ende drei Heroes mit MKB gehabt und das war alles wirklich nur für Brewmaster designed. Es hat halt einen kleinen Nachteil, meiner Meinung nach, weil wenn du einen Brewmaster in deinem Setup hast, dann kannst du keinen Hero nehmen, also keinen Agility Hero als solches, der sich dann zum Beispiel auf eine Butterfly beschränken würde, weil du erwartest sowieso deinen Gegner mit einer MKB gegen Brewmaster alleine. Das heißt, ja, Butterfly ist da schon Außenrennen, zum Beispiel für Naga, für alle anderen Agility Heroes. But, ja, wir haben die zweite Bannrotation. AA, Razor. Und zwei Supports kommen auf Seiten von Virtus Pro raus. Das heißt, ja, Ja, richtig. Disruptor und Bane. Du hast es gerade schon angesprochen, dieser riesige Silence, der dem Brewmaster gefährlich werden könnte. Das ist auf jeden Fall dann ein sehr, sehr großer Grund, da den Disruptor rauszunehmen. Und Bane natürlich auch, der mit dem riesigen Disable natürlich immer gut dabei ist. Auf RoxKiss Seite, Ancient Apparition und Razor. Razor immer stark zusammen mit Brewmaster, immer. Sobald Razor die Ulti abhat und Brewmaster auch mit seiner Ulti dann in den Ulus ist, wahnsinnig starker Teamfight, kaum gegen zu kontern und auch Ancient Apparition mit seiner Ulti natürlich wahnsinnig stark. Mir persönlich gefällt jetzt sogar immer noch besser, dass der RoxKiss jetzt gerade Doom gepickt haben, weil wir haben es gerade angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, man braucht wahnsinnig viele MKBs, man muss den Right-Click-Damage durchbringen können und Doom braucht es eben nicht. Doom macht einfach seinen Doom auf Brewmaster und das war's. Aus ist die Maus. Yep. Das ist wirklich einer der besten Picks so dagegen. Aber lassen wir uns nicht so am Brewmaster hier festhängen. Nature's Prophet ist draußen, damit haben wir natürlich Split Push Potential. Und gestern haben wir es gesehen: Ozzard hat auf Nature's Prophet wahnsinnig Performance gespielt. Hat
trotz dass das Spiel vor und zurück ging und so weiter, hat wahnsinnig viel Farm gekriegt und war dann im Prinzip der Right-Clicker Nummer 1 auf dem Feld und hat dort wirklich abgeräumt. Also Azard gestern, absolut krasse Vorstellung von ihm und mal schauen, er wird bestimmt heute wieder spielen und mal schauen, wie das Ganze wird. Wie gesagt, Split-Push-Potential ist natürlich da, Global Presence durch Teleportation und mit Brewmaster und Vengeful Spirit haben wir jetzt auch schon in Slow plus 2 Stuns. Morphling kommt jetzt oben drauf noch, also Morphling ist auf alle Fälle interessant, ist natürlich ein Hero, der braucht eine ganze Menge Babysitting, braucht eine ganze Menge Farm, haben wir gestern auch gesehen, aber da hatte Morphling als solches keinen großen Impact, muss man sagen, also hat das Spiel eher weniger beeinflusst, es kam dann alles wirklich, Azard hat dann viel, viel mehr Schaden gemacht als AA und ja, nichtsdestotrotz schauen wir einfach mal, was auf der anderen Seite dagegen gehalten wird. Invoker ist da, okay. Das war früher oder später Zeit, dass Invoker gepickt worden ist. Und jetzt Shadow Demon ist durchgekommen. Den haben sie nicht gebannt. Das ist natürlich interessant. Sie haben den Disruptor und den Bane über Shadow Demon genommen als Support-Buns. Und das heißt natürlich, wir haben Mirana, Shadow Demon, Kombination, eventuell Exert, Invoker. Das heißt, wir haben Disruption, Soulcatcher in Arrow, Rein. Und Invoker mit Sunstrike. Das ist natürlich heavy. Das ist ein sehr, sehr großes Initiating-Potenzial, was Roxkiss hier auffährt. Das ist fast schon übertrieben. Also Mirana, Shadow Demon natürlich immer eine riesig große Kombo. Allerdings glaube ich, der Morphling könnte dieses ganze Crowd-Control und dieses ganze CC und Disable, was Roxkiss hier auffährt, so ein bisschen unterbinden. Sobald er seine Linkens ab hat und eventuell nochmal ein BKB kauft, werden die Right-Clicks durchkommen und gerade Mirana und Shadow Demon sind ja wahnsinnig squishy und die werden dann auch recht schnell fallen, denke ich. Also Brewmaster, Morphling, da steht auf alle Fälle eine BKB an, vielleicht auch für Nature's Prophet hier, Azard wird den höchstwahrscheinlich spielen, also ich denke, man könnten eventuell ja, 2 oder 3 BKBs sehen, was Midases und so weiter betrifft, da werden wir höchstwahrscheinlich auch 2 sehen, eine je Seite. Schauen wir einfach mal, es kommt ein bisschen drauf an, wie lang das Spiel dann wird und ob dann wirklich ein Midas-Advantage irgendwo auf einer Seite fällt. Die 5. Bans sind jetzt raus, also 3. Bannrotation hier. Leshak wird rausgebannt, das ist auf alle Fälle interessant. Sie wollen also nicht noch den Split Earth plus Edict Damage natürlich haben. Ist meiner Meinung nach, ja, wäre möglich gewesen, aber ich hätte mir Besseres vorstellen können. Für Roxkiss, sie sagen, sie wollen keinen TA haben. Und ehrlich gesagt, ich habe TA nicht gesehen. Also der TA-Bann würde für mich keinen Sinn machen, weil das wäre dann richtig greedy. Brewmaster ist der, der höchstwahrscheinlich die Mitte sowieso nehmen wird und dann noch einen TA picken, also verstehe ich nicht wirklich, aber okay, TA ist definitiv keine Option mehr. Ich denke, wir sehen noch einen anderen Support, eventuell was mit Roaming, eventuell was noch ein bisschen halt ein paar Defense-Möglichkeiten gibt. Schauen wir einfach mal, der 5. Pick müsste jetzt gleich passieren. Ja, also Leshrac finde ich auch ehrlich gesagt ein recht guter Bann, der jetzt da gerade von Virtus Pro rausgekommen ist. Gerade dadurch, dass wenn Nature's Prophet gerade mal nicht seine Trains draußen hat, wenn Brewmaster gerade seine Ulti gewastet hat, was weiß ich nicht, was kann alles passieren im Spiel. Und wenn dann Leshrac drin steht, ist es echt gefährlich für alle. Ja, yep, absolut. Und sie lassen sich eine ganze Menge Zeit. Und ja, Wraith King it is. Also, Wraith King, wunderbar die Sache. Das heißt, wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Stun. Wir haben natürlich Wraith King Ultimate, das ist absolut immer, wie soll ich sagen, das ist pure Belästigung, weil du musst ihn zweimal down kriegen, beziehungsweise du musst ein Mana Drain Build spielen, was wir manchmal sehen, aber dafür hätten wir hier halt nur eventuell Invoker und Abaddon mit Necros. Das könnte funktionieren, wenn sie ihn dann zeitig kriegen und so weiter, aber ja, früher oder später hat er auch einen Mana Pool, der absolut genug ist. Wie auch immer, schauen wir das Ganze uns mal an. Abaddon kommt wie gesagt als 5. Pick raus für Roxkiss und damit sind die Teams komplett. Meiner Meinung nach sieht es richtig gut aus. Wir haben auch hier schon sofort Smoke und sofort super aggressive Teleportation, aber ich weiß gar nicht für was das so richtig war, ob er hier in der Mitte nur scouten wollte. Da ist keine Ward mit ihm gekommen. Haben sie vergessen, ihm die Ward in die Hand zu drücken? Ich weiß es nicht. Aber wir stellen ganz fix die Teams noch vor, bevor das hier mal
richtig losgeht, falls es denn richtig losgeht, falls es denn sogar ein Level 1 Roshan sein sollte. Das wäre natürlich wunderbar. Schade ist natürlich, sie haben keine Trains, weil sie hat halt Teleportation genommen hier aus Art, hat nur braune Boots, hat da halt wie gesagt gescoutet, falls da in der Mitte irgendwas zu scouten gäbe. Aber ja, Brumast ist derjenige, der am Anfang getankt hat, halt entsprechend mit Drunken Crawler. Oh mein Gott, aber ich denke, sie werden das Ganze aufdecken. Und jetzt, ich denke, Vengeful Spirit, Wave of Terror hat das eventuell aufgedeckt. Nein, hat's nicht. Sie sind immer noch an Roshan, aber jetzt Wraith King kriegt eine ganze Menge Damage. Hat natürlich die Life Leech Aura, muss jetzt, oh mein Gott, die Salve benutzen. Aber sie scheren, sie teilen den Damage wunderbar. Ars Art kommt jetzt auch noch rein. Wave of Terror, wie gesagt, auch noch benutzt. Sie wissen nicht, wo sie auf der Map sind. Das bedeutet, der Roshan, 900 HP, 800 HP. Es funktioniert. Es funktioniert. Roshan geht down. Aha. Genau bei 0 Sekunden. Und jetzt können sie eventuell sogar noch mehr was machen. Da kommt der Stun hier auf Goblak raus. Der zweite Stun folgt. Und da haben sie Roshan plus noch einen schönen Bonus-Skill oben drauf. Natürlich mit First Blood-Bonus. Alles wunderbar gemacht. Also sehr schöner Start. Und jetzt ganz fix zurück zu ihren Lanes. Besser kannst du in den Game einfach nicht starten. Wunderbar. Ja, wollen wir eben dann die Teams vorstellen, bevor es hier dann wieder richtig zur Sache geht? Ja, machen wir ganz fix. Ich starte ganz fix auf der Radiant-Seite. Wie gesagt, G ist hier in der Mitte auf seinem Brewmaster. Wir sehen die Tri-Lane. Illidan, so wie gestern hier, auf dem Morphling. Wir haben NS, spielt den Wraith King. Vengeful Spirit hier von Jotun. Und last but not least ist natürlich Ars-Art. Super stark gestern und heute auch wieder auf seinem Nature's Prophet. Ja, auf der Dire-Seite haben wir Goblak auf dem Abaddon. Yol auf dem Shadow Demon und Sedoi auf der Mirana zusammen in der Tri-Lane. In der Mitte natürlich Biz auf dem Invoker und Solo auf dem Doom. Biz halt natürlich jetzt hier gerade Biz ist perfekt, natürlich hat seinen Namen ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob das hier 633, BZZ. Ob das hier so ein bisschen... Einfach ja, BZZ. Der hat immer mal mit seinem Love Sweater hatte die ganze Zeit seine russische Freundin da. Ja, also es ist immer ganz traditionell BZZ. Den Namen hat er meistens auch in Spielen, wo sie so nicht so viel auf offizielle Namen geben. Aber wie auch immer, du hast schon erwähnt, wir haben hier Tri-Lane gegen Tri-Lane in der Mitte. Das wird auch natürlich interessant, weil wir müssen mal schauen, wie viel Harass da rauskommt mit entsprechend Thunderclap. Natürlich hat er ein Level Advantage. Er ist schon Level 3, fast Level 4. Jetzt ist er Level 4 und Invoker erst jetzt Level 3 mit dem nächsten Creep. Das ist natürlich genau das, was du durch Roshan hast und durch den First Blood. Ars Art, okay, gegen Doom am Anfang wird er eine ganze Menge machen können, wird auch einiges an CS sichern können. Wenn dann Doom aber rauskommt, eventuell noch eine Rotation rein von einem Support, das müsste genug sein, um Ars Art dann zu töten. Aber er hat natürlich immer die Option, jederzeit irgendwo in den Jungle reinzugehen und dann einfach dort zu farmen. Also da schauen wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Fakt ist und bleibt, es ist 1-0, First Blood ist gesichert, der erste Roshan ist gesichert, wunderbar, deswegen ist TI einfach nur geil. Und jetzt haben wir in der Mitte eventuell schon ein Go, wir haben den Wraith King, der lunzt so ein bisschen in die Mitte und schaut, ob da eventuell ein Wraith Fire Blast kommen könnte. Hier steht genau, direkt neben ihm steht ein Ward und sie wissen, dass Wraith King da steht und die zwei Wards starren sich hier an. Invoker wird auf jeden Fall safe spielen. Ja, und Forge Spirit wird jetzt erstmal Hallo sagen zu dem Wraith King. Und ja, jetzt gehen sie eher aggressiv, aber wie gesagt, du hast es schon erwähnt, die Ward hat das schon alles ausgescoutet. Hier oben sehen wir jetzt Doom. Nach ein bisschen Harass hat er sein erstes Scorched Earth hier, das ist ein Level 2 Scorched Earth, angewendet. Das heißt, Ars-Art kriegt natürlich eine ganze Menge Damage over time, aber ihn stört es nicht viel. Er hat jetzt schon zwei Tangos angewendet, der dritte wird ihn dann wieder zu voll HP verhelfen. Und ja, die Trains. Ist eine ganze Menge Harass Damage auf Doom, aber natürlich viele da auch hier und da ein bisschen CS rein. Aber hier, der erste Go. Disruption Soulcatcher auf Wraith King. Oh, aber Goblak ist schon wieder gestunt und Morph mit der Wave. Das hat nicht mal Goblak gehittet, weil da, ja, der Kill war im Prinzip schon sicher. Da haben sie noch oben drauf ein bisschen Harass Damage. Also 2-0 sichern sie sich hier in der dritten Minute. Wunderbar gemacht und ja, in der Tri-Lane sehen wir auf alle Fälle schon so eine leichte Dominanz. Hier spielt natürlich auch... Jetzt kommt hier der TP in die Mitte auf Invoker. Oh ja, wunderbar gemacht. Aber Sprout kommt noch nicht raus. Aber die Rotation von Goblak, das heißt, ja, Mistcall, Aphotic Shield wäre da. Aber ich glaube, sie gehen hier, ja, in der Bottomlane zur gleichen Zeit. Waveform durch den Shadow Demon durch, nach dem Wraith Fire Blast. Und war das auch Magic Missile? Ja, Magic Missile war auch noch oben drauf. Also, wieder ein Kill, Tri-Lane gegen Tri-Lane. Und Goblak bleibt jetzt erstmal in der Mitte. Also ich habe ehrlich damit gerechnet, dass Roxy auf der Tri-Lane ein bisschen aggressiver reingeht und
Das wurde jetzt natürlich durch den Roshan, durch den Early Roshan so ein bisschen gecancelt und da mussten sie halt mega defensiv spielen und haben jetzt dann natürlich dann noch einen Kill gekriegt, beziehungsweise zwei Kills haben jetzt schon Abaddon und Mirana. Nee, Abaddon und Shadow Demon haben sie bekommen. Sehr, sehr großer Rückschlag hier für Rockskiss. Oh, schau dir das an, das ist richtig böse. Natürlich eine Haste Drone auf einem Level 6 Brewmaster und da, oh, der Thunderclap, der trifft und, aber Rayfire Blast kommt nicht raus durch die Disruption, aber Brewmaster kann einfach folgen der ganzen Sache und das ist noch ein Right-Click. Oh, er wird aber noch ganz fix gestunt und der zweite Starstorm bringt natürlich die Aegis down. Das stört es sich aber überhaupt nicht dran derzeit. Die Frage ist halt, will er jetzt noch mehr? Die Haste Drone ist natürlich nach seinem Tod down und jetzt kommt, ja, da kommt BZZ und ja, Cold Snap auf Illidan, keine Waveform ready derzeit, kriegt eine ganze Menge Damage, morpht jetzt Strength und jetzt eine Disruption Soulcatcher auf den Pandaren. Er ist natürlich in einer sehr, sehr prekären Situation, aber who cares, da kommt das Ultimate raus und Shadow Demon ist schon down und das nächste Target wäre jetzt Goblak. Goblak natürlich einfach nur Level 3, das heißt kein Ultimate, überlebt die ganze Sache auch nicht. 6-0 jetzt dafür Virtus Pro. Also, ja, noch ein ganz fixer Cyclone, um die ganzen Leute zurückzuhalten. Aber, oh, aus Art frisst hier einen richtig krass langen Arrow. Und, na, das ist Double Starstorm. Nein, Double Starstorm geht auf den Creep. Reicht aber trotzdem aus von den Right-Clicks. Und damit sichern sie sich wenigstens einen Kill. Willkommen auf dem Scoreboard. Ja, also, sie müssen jetzt einfach sehr aggressiv spielen. Das bleibt ihnen jetzt überhaupt nichts mehr anderes übrig, als das Potenzial ihrer Tri-Lane da zumindest zu versuchen, nochmal richtig auszuschöpfen. Aber Virtus Pro geht natürlich jetzt erstmal zurück mit so wenig Leben. Macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn sie zurückkommen, muss man dann schauen, ob sie dann gegen die Tri-Lane von Roxkiss dann wieder aggressiv gehen werden und ob Roxkiss dann so ein bisschen ins Hintertreffen geraten wird. Ja, das ist auf alle Fälle dann interessant. Hier in der Mitte sehen BZZ, kriegt jetzt wieder den Support von Goblak. Also Goblak hat sich dann mehr oder minder von der Tri-Lane losgesagt. Schau mal, was das Ganze wird. Normalerweise bin ich auch kein Fan von ganz zeitlichen Graphen, aber hier in dem Fall müssen wir das einfach mal anbringen, weil durch Roshan und so weiter, der Advantage ist einfach nur richtig prekär für Roxkiss, die über 2000 Experience Lead und im Gold schon 3000, das war schon in der 6. oder 5. und 6. Minute. Alles ist natürlich richtig, richtig derbe für so einen Start. Müssen wir einfach mal schauen, ob wirklich Roxkiss sich da irgendwie zurückbringen können oder ob sie dann bei Zeiten vielleicht ein GG rausbringen, weil manchmal ist es besser, ein zeitiges GG abzuliefern und dann halt so ein demoralisierendes Spiel nicht mehr weiterzuspielen und dann einfach, ja, go next. Ich meine, das ist ein Best of 3, also Best of, ja, Best of 3, Best of 3. Ja. Und schauen wir mal, jetzt haben wir einen Smoke hier in der Mitte. Das Ganze ist natürlich für BZZ. Drunken Haze ist da und Brave Fire Blast kommt. Ja, aber ja, sie channeln sie nicht, also sie chainen die Stunts nicht wirklich, aber brauchen sie auch nicht. Jetzt sind vier in der Mitte, Jeans, die nagen schon im Tower. Cliff wäre natürlich da, kommt jetzt auch raus. Und in der Zwischenzeit Morphling wäre jetzt natürlich, ja, da ist die Disruption. Und Sidoy bringt sich schön in Position, aber Morph Strength. Waveform ist da, aber es reicht nicht aus. Double Starstorm. Das heißt, sie traden ein Morph Kill oder ein Morph Death sozusagen für einen Tier 1 Tower. Nichtsdestotrotz, BZZ ist ja natürlich davor gestorben. Also im Prinzip 1-1 mit Bonus Tower. Definitiv Richtung Virtus Pro der Trade. Ja, also Roxkiss versucht jetzt hier wahrscheinlich erstmal mit seinem Doom auf Farm zu kommen. Und es ist auch die einzigste Möglichkeit. Also Doom bleibt halt die ganze Zeit auf der Lane, sammelt ein paar Last Hits, wenn er sie kriegt gegen Arsart. Und ja, er braucht wirklich jetzt den Farm, um gegen den Brewmaster. Ja, aber hier auf der Bottom Lane, Illidan ist schon super aggressiv, Soulcatcher ist auf ihm drauf und NS geht auf Yol. Und eventuell kriegen sie, wenn sie entsprechend Vision haben, da ist eine Sentry Ward und jetzt eine Mirana. Ah, die Waveform. Double Kill für Morph. Damit hat er sich sozusagen revanchiert für den Kill, den er gerade gefressen hat. Also ganz easy für Illidan. Easy, easy. Und Brewmaster hat jetzt schon seinen Blink ab. Also oh, aber schau mal hier, so Doom verfolgt hier Arsart und Arsart juckt derzeit durch den Jungle, aber jetzt wird er eventuell gefunden. Oh mein Gott, können sie sich durch? Nein, sie können es nicht. Ich wollte gerade, eventuell hätte er noch einen Tango übrig gehabt oder Quelling Plate oder irgendwas, um durch die Sprout durchzukommen. Aber letztendlich, schöne Jukes und Arsart findet's raus. Also Arsart wirklich on fire, muss man einfach mal so sagen, die letzten Tage. War echt krass, aber man sollte eigentlich, wenn man gegen Nature's Prophet auf einer Lane ist, gerade auf einer Solo-Lane, sollte man eigentlich immer sowas wie Tangos oder ein Quelling Blade dabei haben. Sag mal, hörst du die Baustelle hier im Hintergrund? Oh Gott, hier Bottom Lane, gehen sie schon wieder. Waveform trifft Yol, bevor der Stun noch rauskommt und der Arrow, okay, trifft auf Illidan, aber natürlich, ja, sie kriegen sogar noch den Kill, weil Nature's Wrath
den entsprechenden Damage macht. Das Lustige ist, Wave of Terror ist so gut wie gar kein Damage, aber es hat gereicht, um den Kill zu kriegen. Also, ja, da hat wirklich alles wunderbar reingespielt. Ich denke, das nächste Draft, das war auch ein tertiärer Tick oder so. Also war eine ganze Menge Damage hier und die wollen eventuell auch noch auf Miranda gehen. Ich meine, der Tower ist jetzt down, das heißt Illidan wieder einen ordentlichen Goldboost, den er da kriegt. Das Problem ist halt, Miranda sehr mobil, Level 1 lieb, okay, es ist nicht so weit, aber schau mal an, wie aggressiv die sind. Das ist 5 gegen 3, ja. Ja, die committen hier komplett so auf den Tower. Cliff ist natürlich down, das wissen sie noch von der Mitte und ja, Shadow Poison kommt jetzt raus. Ich mag dieses Early Shadow Poison Build. Ist natürlich sehr schön, um zu harassen, aber hier ist es bei Weitem nicht genug. Hier kommt ein Arrow. Der Arrow trifft auf NS, macht eine ganze Menge Damage, weil auch Soulcatcher, glaube ich, drauf war. Aber jetzt Doom kommt rein. Oh, und Instant Doom auf Illidan, aber da wird er gesandt. Magic Missile und hinterher noch ein Rayfire Blast, aber Sidoi super aggressiv. Und jetzt ist er noch in Sunstrike da, der reicht aber nicht aus. Der trifft nicht auf Illidan, aber Illidan geht nicht desto trotz down. Aber jetzt hier Brewmaster Ultimate, Sidoi geht als nächster down und jetzt versuchen sie auf Doom sich zu fokussen. Arsart, die Right-Clicks kommen raus, aber da Goblak ist gerade raus und Aphotic Shield, das reicht noch für den Kill. Aber ja, er ist wieder zurück, das ist das größte Problem. Goblak wird jetzt noch ein Rayfire Blast fressen, denke ich mal. Ja, und damit ist Goblak auch down und Nature's Wrath Ultimate macht natürlich auch noch eine ganze Menge Schaden. Sprout hält den Invoker jetzt hier in Position und Thunderclap finisht die ganze Sache auf und sie wollen alle haben. Sie sind super greedy und natürlich auch berechtigt. Defensive Disruption kauft ihm noch eine Sekunde, aber letztendlich geht er down. Das ist Tier 2 und ein kompletter Team-Vibe und das Ganze wirklich nur für einen Moor. 15-3 jetzt, also ouch. Richtig ouch. Das Ganze war echt heftig, gerade weil Wrath King in allerletzter Sekunde, ich weiß, da waren bestimmt nur noch Millisekunden, die ihn da vom Tod getrennt haben und in letzter Sekunde hat er noch sogar einen. Sie gehen schon wieder auf Solo. Da ist die Sprout, hält ihn noch derzeit in Position. Und jetzt mit Scorched Earth versucht dann hinterherzukommen. Er hat natürlich Face Boots, aber wenn er unter dem Tower landet, da mit dem Sunstrike, das könnte was werden. Aber Magic Stick, Arsart, perfektes Timing. Und jetzt kommt die Rotation rein. Moonlight Shadow ist die Antwort. Damit sind sie erstmal sicher, aber Arsart, er ist richtig gut drauf die letzten Tage. Absoluter Wahnsinn. Das ist nicht das Virtus Pro, was ich kenne, was ich vorher schon gecastet habe in so vielen Tournaments. Die hatten so eine schlechte Phase, aber jetzt International, sind sie aufgewacht und zeigen, was sie wirklich können. Ja, wobei ich auch wieder das ansprechen muss. Also sie committen hier fast in allerletzter Sekunde, jedes Mal. Nature's Prophet gerade mit 10 Leben oder was ist rausgekommen, hatte noch eine Orb of Venom drauf und ist trotzdem nicht gestorben. Yep. Also hier wahnsinnig. Ja. Ich kann das kaum in Worte fassen, es ist so knapp, immer so knapp. Ja, das ist definitiv immer knapp, aber dieses knapp ist halt. Es schaut oft aus, als wäre es Glück. Es ist natürlich aber auch viel begründet, einfach dadurch, dass sie so ein XP-Advantage haben. Das heißt, allein die Heroes, die 2 oder 3 Level vor Roxkiss Heroes sind, das ist halt teilweise auch dieser Unterschied, dass jemand mal mit 50 HP etc. wegkommt. Wenn sie alle gleich Level wären, dann ja, dann ist natürlich geringerer HP-Pool da und dann wäre öfters mal ein Kill. Und jetzt Doom zeigt sich hier alleine, da ist kein Support von Roxkiss im Hintergrund, aber 3 sind hier noch am Tower. Das wäre Illidan mit Waveform. Ah, Adaptive Strike ist noch nicht da, aber Level 4 Rayfire Blast und auch Level 3 Magic Missile mit Level 3 Wave of Terror. Das ist eine ganze Menge Minus-Armor natürlich, die auch kommt. Goblak wäre da für den Schutz, natürlich Aphotic Shield, Mistcoil und da kommt aber noch die vierte. Oh mein Gott, und der Swap auf Solo. Da kriegt er noch Scorched Earth rauf? Ja, kriegt Scorched Earth rauf, aber oh, Goblak stirbt noch. Im Prinzip sterben sie zur gleichen Zeit, also er sollte eigentlich da den Doom beschützen. Letztendlich stirbt er aber sogar noch zur gleichen Zeit mit ihm. Also das war ja absolut tragisch. 2 wieder down für Roxkiss. In der Mitte wollten sie was versuchen, aber letztendlich allein die Präsenz von Arsart reicht aus. Aber Brewmaster hat hier eine Haste schon und findet sich jetzt, oh, wunderbar gestunt von dem Arrow, der ist Double Starstorm. Oh, das war ein bisschen greedy. Da hätte er das Ultimate eventuell benutzen müssen, bevor die Disruption kommt. Das hätte er erwarten können. Ja, das war mega out of position da, aber trotzdem war es jetzt im Moment erstmal ein Trade. Tower für Brewmaster. Ja, und, es ist ein Trade, den man machen kann, aber ich hätte halt wirklich gedacht, er kommt rein, versucht Thunderclap zu machen und dann sofort ins Ultimate, aber Disruption-Reaktion war natürlich schneller und dann wirst du sofort bestraft. Mit Soulcatcher, einem Invoker und natürlich dem langen Stun von Miranda daneben. Ja, dafür brauchst du ein bisschen mehr HP pro. Derzeit als HP-Boost hat er wirklich nur den Point-Booster. Das Ganze wird ein Arcanum Scepter
Schauen wir mal, ist da irgendwas schon auf dem Courier? Nope, ist gar nichts. Also er braucht dann wirklich noch die 2700, 2600 Gold für das Arcanum Scepter. Aber wenn es denn rauskommt, wäre das dann trotzdem was. 17, 18, 19 Minuten Arcanum Scepter, wenn er dann weiterfarmt, eventuell noch einen Kill und noch einen Tower bekommt. Dieser Tower-Vorteil ganzzeitig im Spiel ist natürlich auch Wahnsinn. Du siehst die Items, die rauskommen auf den Heroes. Ich will gar nicht anfangen natürlich von dem Killgold, was sie bekommen haben. Ah, das ist Wahnsinn. Jetzt lagen sie schon wieder an dem Tier 2 Tower. Der Tier 2 Tower schon fast auf 50%. Die Forge Spirits natürlich versuchen ein bisschen was zu machen, sodass die Heroes nicht in Range kommen müssen. Wir haben aber natürlich Blinkdagger Initiation auf dem Panda und das Ultimate ist ready. Jetzt NS kriegt eine ganze Menge Damage. Okay, oh, frisst den Arrow. Das heißt, er wird das erste Mal auf alle Fälle down gehen, ist aber noch beschützt von seinem Ultimate. Jotim ist jetzt der nächste Kandidat und ja, Wraith King mit allem drum und dran, findet sich aber direkt unter einem Sunstrike und geht das zweite Mal down. Jetzt Illidan muss sich zurückziehen. Rock's Kiss strikes back sozusagen. Und Illidan, ja, ist jetzt, kriegt den zweiten Cold Snap. Und oh mein Gott, der Swap. Das heißt, Illidan ist raus mit der Waveform, kriegt er sogar noch den Kill auf Shadow Demon. Letztendlich aber Jotim geht down. Arsard cleant aber jetzt ab. Er hat hier sein Shadow Plate und Goblak ist der nächste Kandidat. Ist er denn schon Level 6? Ja, aber das Ultimate ist natürlich auch raus. Jetzt kommt der Buyback. Schauen wir mal. Yol hat nichts, um das Ganze zu unterbrechen. Letztendlich aber Myrana. Noch ein schöner Sunstrike auf dem Brewmaster. Und jetzt sind sie natürlich, jetzt müssen sie verfolgen. Er hat aber Blinkdagger. Blinkdagger natürlich auf Cooldown für noch 7 Sekunden. Und Scorched Earth ist jetzt noch für eine ganze Weile da. Das heißt, sie können auf ihn draufgehen. Und Level Death kommt eventuell da. Versucht er sich natürlich aufzuheben. Nur muss er sich aufheben, falls er raus-TP'en will. Letztendlich aber Cold Snap. Das war's schon. Also, plötzlich, Shrock's Kiss strikes back. Das ist absoluter Wahnsinn. Es waren sechs Kills hintereinander. Ja, natürlich jetzt alles wegen dem Overcommitment, was Virtus Pro da gemacht hat. Andererseits hat Doom auch da jetzt gerade eben nochmal in letzter Sekunde seinen Mecha bekommen. Sie gehen direkt wieder rein und Solo jetzt natürlich noch mit allem auf Cooldown. Findet sich direkt unterm Tower wieder. Nature's Wrath, eine ganze Menge Damage und Venture Spear ist der glückliche Last Hitter. Jetzt müssen sie natürlich rennen. Wie sie jetzt hier wäre der nächste. Und das ist natürlich ganz schlecht. Ich habe wirklich gedacht, sie kriegen den Tier 1 Tower und die Forge Spirits. Oh mein Gott, die Forge Spirits haben alle gemisst. Das heißt, er kann seinen Blinkdagger anwenden. Thunderclap auf BZZ. Aber letztendlich wollen sie dann doch nicht mehr so greedy sein. Der Tower, der Tier 1 hier Bottom, der war natürlich denied von Wraith King. Und das ist natürlich richtig böse, weil ja, sie brauchen das Gold. Nicht nur natürlich von den Kills, auch von den Tower, sondern tut jeder Deny richtig, richtig weh für Ruxkiss. Ja, sie haben halt auch, Roxy's hat auch gar keinen Farm gerade und sie können auch kaum farmen, eben weil einfach alle Tower down sind. Währenddessen wird das Pro farmt einfach überall Ars Art, natürlich mit Nature's Prophet kann sowieso überall farmen. Jetzt mit den Towern down sowieso. Außerdem Illidan mittlerweile fast ein Linken Sphere ab. Wäre er gerade nicht gestorben, wäre es vielleicht noch ein 17 Minuten Linken Sphere geworden. Jetzt eventuell 22. Minute, wenn er das dann hinkriegt, sein Perseverance ist ab, sein Ultimative Orbs ab. Von daher wird das recht schnell gehen. Wraith King hat sich gerade ein Blade Mail gekauft. Weiß ich nicht, ob das da Sundfell war, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein relativ Standardbild. Ich hätte halt lieber gesehen, dass er wirklich einen Blinkdagger rusht, noch für zusätzliche Initiation, aber bisher haben sie es ja so hingekriegt. Sie haben natürlich auch Vengeful Spirit mit dem Swap, der auch bald Level 2 sein wird. Das heißt, da brauchen sie auch gar nicht so viele Blinkdagger. Und jetzt aber Solo versucht hier Ars-Art rauszudrängen. Ars-Art hat natürlich aber Shadowblade und ist damit ganz fix raus. Hier der Tier 2 Tower in der Mitte steht natürlich auf ca. 40%. Aber ja, sie wollen nicht reingehen. Auch hier die Observer Ward, die zeigt denen natürlich das Ganze. Ich denke, das nächste Ziel ist hier eventuell Myrana. Der Wraith King würde natürlich da sein und Myrana muss ein Leap schaffen. Irgendwo in die Bäume. In den Bäumen bist du sicher und da kommt der Leap, aber oh Gott. Nein, sie haben keine Vision. Doch, aber Wraith Fire Blast kommt nicht raus. Schade, schade. Da hat dann die Vision ein bisschen zeitiger gebraucht. Er hatte eigentlich sogar Observer Wards drin, also wahrscheinlich hat er die jetzt als zu wertvoll angesehen, um sie da zu setzen. Theoretisch hätte er sich einfach damit Vision machen können. Warum er das jetzt nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Wie wahrscheinlich gesagt, alles zu schnell. Und das wäre ein Kill gewesen, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Sidol kommt hier raus und sie haben dafür nicht viel verwendet. Also da war nicht mal ein Smoke verwendet. Das Ganze also ganz easy. Letztendlich, Myrana ist halt aus der Lane rausgedrängt. Sie farmen weiter und damit sieht das Ganze relativ gut aus. Sie haben nicht viel verloren, halt nur ein bisschen Mana. Hier oben kommt jetzt eine schöne große Creep Wave. Da freut sich natürlich Ars Art.
aus Arts Farm. Wie gesagt, die Midas, die ist am Rollen. Er hat das Shadowblade schon oben drauf. Das haben wir im letzten Kampf schon gesehen, wo er natürlich auch noch ein bisschen zusätzlichen Right-Click reinkriegt. Durch die garantierten Crit direkt. Ach. Crit direkt. Oh mein Gott, das klingt so wie zuletzt. Aber wie auch immer. Also der Crit direkt nach dem Use. Und wie auch immer, in der Mitte haben wir jetzt drei. Und ich schaue so ein bisschen auf den T1 Tower. Ist natürlich ein Kandidat, als nächstes angegangen zu werden, aber ist 100%. Und ja, Würdespro würde das sofort antworten. Wir haben auch eine Invisibility Rune auf Vengeful Spirit, aber damit, na, sie versuchen nicht wirklich irgendwas damit anzustellen. Und die rennt auch jetzt schon wieder aus. Ja, Roche wäre mittlerweile ab und es wäre jetzt eine Möglichkeit für Würdespro da dran zu gehen. Warum geht Roche da raus gerade? Irgendwas war das eventuell Sunstrike Scouting? Keine Ahnung. Irgendwas muss ihn getaggt haben, dass er so böse aus seiner Höhle da rauskommt. Und wir sehen übrigens, das erste Necrobook kommt jetzt raus. Und oh, sie wollen hier von hinten kommen. Und ja, Thunderclap schon raus, die Doi. Oh Gott, da wo du hingeliebt bist, da wartet nur noch Schlimmeres auf dich. Wave Fire Blast, Wave of Terror und die Waveform von Morphling. Diesmal hat es natürlich geklappt. Diesmal konnte es sich nicht in die Bäumchen retten. Aber hier von hinten, wir haben Shadow Demon, eventuell auf Ars Art. Vision wäre da mit Dust. Und jetzt ist halt die Frage, Dust? Na, er verwendet den Dust nicht. Sie wollen nicht gehen, weil sie wissen, dass wir von unten noch mehr kommen. Da ist NS und NS, der Stun jetzt auf Yol, aber schön gedodged mit Defensive Disruption. Wird aber trotzdem down gehen. Ja, there is a Boulder Toss und AA. Einfach nur ganz fix. Rechtsklicks und dann war die ganze Sache geschehen. Das ist auch ein Tier 2 Tower, weil mit Mirana und Shadow Demon down. Man kann es ja nicht viel machen, also das reicht nicht aus, um den Tower zu defenden. Nee, also wenn man sich auch mal so jetzt generell den Farm auf dem Networth anguckt, wird das Pro natürlich wegen der ganzen Kills wahnsinnig weit vorne und der Einzige, der da jetzt gerade noch so ein bisschen hinterherhängt, ist Solo mit 8500 auf dem Networth und es wird sehr, sehr gefährlich. Andererseits, der Invoker mit seinem Midas und inzwischen Necrobook 2 ist es schon? Nee, es ist immer noch 1. Ne, das ist 1, ja. Ja, muss man gucken, wie schnell er das dann noch hinkriegt zu farmen. Ich meine, sie stacken hier im Wald die ganze Zeit die Creeps, aber ob das reicht? Ja, na, die Creeps zu stacken und so weiter, das, naja. Nee, was ist denn gestackt? Nee, es ist gar nicht gestackt. Nein, sie hatten gerade gestackt, wenn wir gucken. Ja, achso. Wie auch immer, aber sie gehen Roshan an. Und das ist natürlich absolut höchstes Risiko, was du dir wählen kannst. Ich meine, Roshan wird relativ schnell passieren mit Necro-Units, Forge Spirits und ein ganzes Team, was da drauf rumhakt. Aber wenn Würdespro das Ganze entdeckt, das wird natürlich ein absoluter Fatalissimo-Fight. Hier, der Range-Creep jetzt, der Range-Necro-Creep scoutet das Ganze aus. Da ist Moonlight Shadow und ein schöner Arrow hier auf NS. Und jetzt gehen sie natürlich, zuerst müssen sie sich auseinandersetzen mit den Forge Spirits und Brewmaster kriegt sofort den Doom. Das heißt, Brewmaster eventuell könnte down gehen, aber jetzt geht's richtig los. Illidan und NS stehen voll drinne. Goblak jetzt, das Ultimate kommt raus. BCC versucht hier noch von hinten was zu machen. Derzeit ist es noch 1-1 straight, aber Solo jetzt absolut. Oh mein Gott, das sieht richtig, richtig böse aus. 2-2 Trade jetzt, aber Roxkiss ist schon auf dem Rückzug. NS versucht jetzt hier noch Rayfire Blast anzubringen auf Goblak. Wird derzeit noch gestunt von dem Cold Snap. Das heißt, ja, und jetzt kommt Reincarnation raus. Das heißt, die sind super, super slow. Deswegen ist Wraith King so stark. Und damit gehen sie im Prinzip alle down. Der Buyback auf Doom, der wird gar nichts mehr bringen. Also im Ende war das ein Team-Wipe plus Buyback. Und ja, Solo versucht trotzdem noch was. Er hat kein Ultimate mehr. Jetzt kommt hier Soulcatcher und alles raus auf NS. Er hat natürlich kein Ultimate. Sie versuchen aber in der Zwischenzeit Roshan runterzubringen. Und da, Roshan geht down. Morphling holt sich das Ganze. Und Solo findet sich in einer Position, wo er absolut nicht sein will. Weil Illidan kann jetzt einfach hinterher rennen. Ars Art versucht eventuell noch was zu machen. Hat natürlich keinen Mana übrig, um eventuell, sag mal, noch einen Sprout anzubringen. Jetzt kommt hier ein Arrow. Der Arrow? Na, trifft nicht mehr Illidan. Also am Ende war das nur genug, um den Wraith King down zu kriegen hier mit Yol's Shadow Poison und Demonic Purge. Aber nichtsdestotrotz, der Schaden ist natürlich angerichtet. Team Wipe plus 1, also ein Buyback obendrauf. Sieht schlecht aus. Also wird das Pro vergrößert eben einfach seinen Vorsprung immer weiter und wenn Roxas jetzt gerade hier den Roshan gekriegt hätte, hätten sie vielleicht nochmal zurückkommen können. Muss ich sagen. Ja, ich meine die Ages, ich meine Roshan vom Gold her ist jetzt nicht so überwältigend, gerade wenn du so weit so hinten liegst. Es hätte halt wirklich ganz schnell passieren müssen. Roshan down, dann rein in den Fight eventuell oder sogar den Fight vermeiden und dann halt wird es wohl ein bisschen passiver spielen, weil sie eben wissen, dass die Ages auf Roxkisses Seite wartet. Aber so wie das Ganze gelaufen ist,
Nee, funktioniert einfach nicht. Es ist 27:12, wir sind in der 24. Minute. Ich untermal das Ganze jetzt auch nochmal mit Graphen und das sehen wir einfach, wo wir liegen. Über 10.000 XP Advantage jetzt hier für Virtus Pro und im Gold sieht es noch absolut fataler aus. Aber aus Art, eventuell könnte ich jetzt daran arbeiten, dass es mit dem Gold eventuell besser was mehr wird. Und ja, er geht auf alle Fälle down, das sind 350 Gold. Aber wenn man 15.000 Gold Lead hat, dann ja. Da muss man einige Ass-Arts killen, um das wieder wettzumachen. Letztendlich, ja, Roxkiss wirklich natürlich hier auf dem Hinterfuß und schauen wir einfach mal, wie das Ganze wird. Sie haben natürlich noch eine Chance mit einem guten Fight, eventuell ein paar Pickups, so wie das jetzt auf Ass-Arts passiert ist. Aber sie müssen sich auch erstmal auch die Tier 1 Tower holen, um so ein bisschen Gold zu kriegen. Vielleicht der nächste Roshan. Ich denke nicht, dass Virtus.pro so lange warten wird. Ja, also ich weiß nicht, es wird auf jeden Fall ein Slow Tower Siege werden. Sie können noch nicht High Ground gehen, beziehungsweise sie trauen sich noch nicht. Und ja, NS farmt eben weiter. Mittlerweile ein Vlad, extrem wichtig für den Brewmaster hier, dass er eben einfach nicht stirbt. Kann trotzdem passieren, wenn eben das Doom drauf kommt. Wir hatten es gerade am Draft angesprochen und es ist einfach vorhin beim Roshan passiert. Brewmaster hat den Doom drauf gekriegt, war instant tot, konnte nichts mehr Ja, machen. aber er hatte sowieso das Ultimate nicht ready. Das war irgendwas um die 22 Sekunden da. Also hätte gar keinen so großen Unterschied gemacht. Aber natürlich, wenn das rausgekommen wäre und er hätte Ultimate gehabt, dann war das absolut super platziert, der Doom. Jetzt haben wir hier einen Smoke in der Mitte und oh mein Gott, Goblak sieht euch. Goblak hat zwar sein Ultimate, jetzt kommt ein Arrow raus, der Arrow verfehlt aber alles. Das heißt, Goblak, okay, er rennt jetzt weg mit seinem Ultimate und sie wollen sie doll kriegen. Da ist noch ein Defensive Disruption, kauft natürlich ein bisschen Zeit. Goblak wird jetzt hier hinten getötet und Brewmaster hat inzwischen auch sie doll gekriegt. Das heißt, ja, zwei Down von Roxkiss und damit denke ich, können wir, ja, also das Schicksal von dem Tier 2 Tower ist auf alle Fälle besiegelt. Obwohl, Ja, nicht nur das. mit der Cliff versuchen sie noch ein bisschen Sekunden zu kaufen. Ich meine, die Respawn-Timer, das ist vielleicht das Gute in einem XP Advantage oder wenn du natürlich im Hintertreffen bist. Du hast relativ schnelle Respawn-Timer, aber trotzdem, sie sind noch für circa 20 Sekunden weg und in den 20 Sekunden müssen sie halt die ganze Defense starten. Joel fängt jetzt hier schon an, natürlich mit Shadow Poison. Das Ganze ist Level 4. Da kommen natürlich ein bisschen Harass raus, aber sie arbeiten schon an den Rex und ja, Wraith King. Auch noch mit Plate Mail und allem drum und dran. Aber jetzt Deafening Blast auf 2 sind schon super low HP. Der Wraith King geht sogar down, aber BCC bezahlt auch mit seinem Leben dafür solo. Oh mein Gott, solo, solo, solo. Jetzt Moonlight Shadow. Das bringt aber nicht viel. So, Nature's Prophet geht jetzt down, kauft sich sofort zurück aus Art. Super schnell da am Buyback-Button und lieb raus von Sidoi. Die Racks sind derzeit noch nicht down, aber mit den neuen Trains, das sind fast zwei Trains-Waves plus natürlich eine originale Creep-Wave. Das heißt, mit Racks gehen auf alle Fälle down und. Oh Gott, sie wollen mehr. Sie wollen mehr. Schau dir das an. Tier 3 Tower oben ist das nächste Ziel. Keine Cliff da. Invoker ist weg. Und Shadow Demon kann auch nicht mit von der Partie sein. Das heißt, zweites Set of Racks. Ziemlich wahrscheinlich. Sidoi kriegt jetzt hier noch Drunken Haze ab. Und ja, ich denke nicht solo, dass du hier irgendwas machen kannst ohne Doom. So, sie gehen sogar noch auf die Range Tracks. NS stürzt sich hier absolut einfach, nicht. Jetzt Stun, Magic Missile. Aber ja, sie gehen zurück. Sie haben alles, was sie wollten. Sie haben Kills, sie haben den Fight gewonnen, sie haben zwei Tower und die zwei Set of Racks gekriegt. Was willst du mehr? Und BCC findet sich jetzt. Oh mein Gott, BCC. Oh mein Gott, ja. Und da kommt auch GG Call direkt. Brewmaster zum Feier des Tages nochmal ganz fix sein Ultimate anwenden. Und ja, GG ist es. Wahnsinn! Virtus Pro! Krasse Performance, muss man einfach so sagen. Gerade weil Roxkiss in letzter Zeit seine Games immer sehr, sehr gut und immer sehr, sehr ja, haltend gespielt hat. Sie haben immer die Oberhand gehabt und sie haben ja, sie haben wirklich gut gespielt, Roxkiss. Und deswegen jetzt sehr überraschend, dass sie da den Draft so ja, nicht so in der Hand hatten. Ja, absolut. Und wie auch immer, das Ganze ist ein Best of Three. Das heißt, Roxkiss hat natürlich noch eine gute Chance hier zurückgekommen. Wir haben so kleine Lichtblicke im Game schon gesehen. Aber natürlich, wenn du ein Spiel so startest mit einem Roshan vor der ersten Minute, ein First Blood noch hinterher. Und von da an sind sie halt wirklich, an einem Punkt hatten sie fast 20 Kills Vorsprung. Von sowas zurückzukommen, da hätte ich also wirklich Roxkiss als absoluten Favoriten hier in den European Qualifiers gefeiert, aber das haben sie halt nicht geschafft. Aber im zweiten Spiel haben sie natürlich noch die Chance und das bringen wir natürlich auch. Das heißt, so in 3, 4, 5 Minuten werdet Spiel 2 hier sehen auf Hefler TV 3. Mein Name ist Heflamorg und mit mir ist Cinef als Co-Caster. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Game 2 kommt in ein paar Minütchen. Bis gleich.